Servus meine lieben Leute und herzlich willkommen. Mein Name ist Doris Gigi Puppy und willkommen zu einem neuen Game Black Commentary hier auf unserem Kanal, der Old School LP. Und heute möchte ich eine kleine Real Life Story erzählen, die letzte Woche am Samstag passiert ist. Im Hintergrund hört ihr sehr geile Musik von unserem DJ Rice B-Label. Das Gameplay stammt auch von ihm. Er war letzte Woche am Samstag nämlich bei mir und hat dieses Gameplay erspielt. Ein 81 zu 15? Ja. Und dann passiert etwas, und wenn das nicht passiert wäre, wäre das Gameplay noch sehr viel geiler geworden, aber es ist wirklich schon der Hammer. Ein 81 zu 15 habe ich, glaube ich, noch nie erspielt. Ich habe mal ein irgendwas mit 70 zu irgendwas erspielt. Das war eigentlich auch ganz okay. Vielleicht wird es auch noch hochgeladen, entscheide ich noch. Aber es wäre auf jeden Fall das Gameplay von unserem DJ. Jetzt kommen wir zu der kleinen Geschichte. Letzte Woche am Samstag war unser DJ, der Yannick, der Rice B-Label, bei uns hier im Dorf. Er ist zu uns hergefahren mit einem Kumpel. Wir wollten einfach mal gechillt, gediegen, einen Tag lang kicken. Er ist hergekommen, ganz normal, nach drei Stunden ungefähr. Er sagt so, hey Leute, Mann, sorry, mir wurde es zu kalt. Es war recht frisch letzte Woche am Samstag hier bei uns. Und dann habe ich gesagt, ja, gang ich heim. Bin ich heimgegangen, ich war nur 2 Minuten vom Sportplatz entfernt. Hab mich gerade ausgezogen, wollte gerade unter die Dusche hüpfen, auf einmal klingelt mein Handy. Geh ran, yo, servus, was ist los? Yo, hey Mann, hier ist der Kevin, aus Chicago. Kannst du mal bitte in deinen Rucksack schauen, ob du das Handy vom Yannick drin hast? Er hat jetzt ein Handy von mir. So, okay. Aber ich hatte gar keinen Rucksack dabei. Ich so, ja, der so, oh, okay, sorry. Hab ich gefragt, ja, soll ich nochmal runterkommen und mithelfen und suchen und sonst schwarz am Auto das zu klären? Ich sag, ja, wenn willst. Geh ich wieder aus der Dusche raus oder aus dem Badezimmer raus. Zieh mich wieder an und laufe runter zum Sportplatz, geh zu meinen Kumpels hin. So, hey Leute, was ist Sache, was ist passiert? Da waren dann noch so 8 bis 10, ich weiß es nicht mehr ganz genau, kleinere Kinder, jüngere Kinder. Ich tippe 11, 12, 13 Jahre vielleicht. Und da habe ich gefragt, yo, was ist denn jetzt los? Ja, wir glauben, dass die Kinder da drüben das Handy vom Yannick geklaut haben oder weiß ich was. Da bin ich zu denen hingegangen. Sagt so, hey, hört mal zu, kommt mal her, sind sie alle im Kreis um mich herum? Jo, was ist denn los? Habt ihr das Handy geklaut von meinem Kumpel oder habt ihr jetzt gesehen, wer es hat oder sonst was? Er ist natürlich nein gesagt. Dann habe ich gesagt, so, Kiddies, wir können das entweder jetzt auf die harte oder auf die normale Tour, auf die leichte Tour regeln. Ja, so, ja, was ist das für eine harte Tour? Ich werde jetzt mein Handy rausholen und die Polizei rufen. Das ist die harte Tour, oder? Wir können das ganz harmlos ohne Polizisten klären und dann kommt ja, dann sind es natürlich noch abgespielt Schnippelipp, Versprecher vor der Wind. Scheiße was. Ist ja auch egal, es ist Freestyle, ich nehme es jetzt nicht nochmal auf. Kommt einer zu mir her und sagt, jo, wir haben's nicht, kann ich mich durchsuchen, meinen Rucksack, am ganzen Korb und nicht so, ey Mann, nein, sorry, ich bin nicht Pedo, ich fass dich ganz sicher nicht an. sehr lustig, auf jeden Fall. Dann hatte ich mein Handy in der Hand, wollte die Polizei rufen, ne? Aber dann habe ich irgendwie gesehen, dass die ganz normal reagiert haben, also. Oh, wer schreit mir? Entschuldigung dafür. Dann haben sie ganz normal reagiert. Also nicht ängstlich, sonst wenn man ja mit Polizei droht, reagieren die meisten recht ängstlich. Und die haben ganz normal reagiert. Das hat mir irgendwie schon gezeigt, dass sie das Handy eigentlich gar nicht haben. Und wir sind natürlich noch daran gehalten, dass sie das haben. Haben auf jeden Fall. Da kommen die Zähne, ja, da ist der Yannick gestorben, er hat ein bisschen mit meinem Player hoch und runter gewackelt, dann ist das Pad und ein Akku-Pad rausgefallen und ist kaputt gegangen. So genial. Auf jeden Fall haben wir dann versucht, das Ding wieder hinzumachen und wieder reinzutun. Geht es noch 30 Sekunden lang so, Entschuldigung dafür, ich hoffe, es stört euch nicht. Auf jeden Fall, sehr lustig. Dann haben wir, also meine Kumpels haben dann noch die Kleinen da befragt und ich habe dann angefangen zu suchen. Und dann haben ja alle irgendwie bemerkt, dass sie das Handy nicht haben. Dann haben wir alle den ganzen Sportplatz rauf und runter durchsucht, weiß ich was, haben 10.000 Mal das Handy angerufen, ne? Aber haben es nicht gehört. Dann habe ich gemerkt, scheiße, das Handy ist aus. Entweder es wurde doch geklaut und derjenige hat dann das Handy ausgeschalten oder es ist der Akku leer, obwohl es nicht sein kann, denn ja, ich hatte es zu Hause noch aufgeladen. Naja, gut.
Auf jeden Fall habe ich dann hat Yannick gefragt, ja, hey, hat jemand sein Handy noch dabei? Kann jemand bitte schauen? Deutsche Bahn, Fundbüro. Hat gesagt, ja, gut, schaue ich in meinem Handy. 59 Cent. 59 Cent pro Minute, wenn man bei der Deutschen Bahn vom Büro anruft. Das ist doch Abzocke pur, oder Leute? Also sorry, für mich ist das wirklich Abzocke pur. Da sollte sich die Deutsche Bahn wirklich schämen. Auf jeden Fall, gut, hab ich noch gesehen, ja, dass man die Fundsachen, die man verloren hat, auch online angeben kann. Und dann habe ich Yannick das Angebot gemacht. Hey, Mann, du kannst zu mir gehen, du kannst das bei mir am Notebook angeben, weil mein Handy ist jetzt ein bisschen doof, es kostet auch sehr viel Datenvolumen und ich habe das S-Dingens bei meinem Flat, konnte ich dann nicht so lange ins Internet gehen, sonst wäre es gleich abgelaufen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, wir haben noch ein bisschen am Sportplatz abgesucht, sind in der Hungerkette und gesagt, ja, komm, wir gehen jetzt zum Döner essen oder zum Dönerladen, Döner ins Essen gegessen, weiß ich was jetzt gegessen, Pizza, ich habe nichts gegessen. Dann sind wir ja um 18 Uhr rum zu mir gegangen, haben das mein Notebook angemacht, so gesagt, Yannick, kannst dich hinsetzen, kannst das angeben. Bei der Deutschen Bahn haben wir das angegeben, haben natürlich schon nach den 5 Minuten, wo Yannick es angegeben hat, haben wir natürlich schon geschaut, ob es schon gefunden wurde. Es wurde natürlich noch nicht gefunden, ist auch klar, oder? Dann nach 2-3 Tagen hat er mir dann geschrieben in Facebook, hey Mann, Philipp, ich danke dir, wegen dir habe ich mein Handy wieder. Ich so, ja Mann, sehr geil. Gern geschehen. Und das war einfach nur ein sehr, sehr cooler Tag dann noch. Und auf jeden Fall, das Handy an sich war für Yannick jetzt nicht mehr allzu wichtig, denn das Handy war eh kaputt, also war das Display komplett gerissen, mehrere Mackenkett. Aber die Speicherkarte war halt für ihn wichtig, weil halt private Daten, private Sachen und sonst was drauf waren. Das war dann schon recht wichtig für ihn. Und deswegen war er auch recht froh, dass er sein Handy wieder gefunden hat. Das Deutsche Bahn. Ja, ich sage Deutsche Bahn extra so, weil ich Deutsche Bahn eigentlich nicht mag. Ich muss jeden Tag mit dem Zug fahren. Aber naja. Also er war recht glücklich, dass er sein Handy wieder gefunden hat. Dann wurde der Tag noch richtig geil. Waren dann noch bei uns in Benet, in einer Sportbar, haben ein bisschen gekegelt. War noch ein recht gediegener, chilliger Abend dann. War richtig lustig, dass er das Handy verloren hat. Also jetzt lustig nicht in dem Sinne, aber es war einfach nur die Aktion, wie wir mit den Kindern umgangen sind, weiß ich, was richtig lustig. Ich möchte mein Handy selber nicht verlieren, denn da sind auch Daten drauf, Bilder drauf, die mir sehr am Herzen liegen. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass er sein Handy wieder gefunden hat, auf jeden Fall. Sehr, sehr geiler Tag. Naja, dann gestern war auch so eine geile Aktion. Ne? Ich komme von der Schule aus, guck so Anzeigetafel, Bahnhof, Zug, 15 Minuten Verspätung. So, okay, ja, geht ja noch. Halbe Stunde Verspätung. Ich sage, okay, jetzt wird's unverschämt. Dreiviertel Stunde Verspätung. Okay, Deutsche Bahn, das hast du wieder ganz toll hingekriegt. Dann habe ich gesagt, komm, ich fahre mit dem Bus, bin zum Busbahnhof rüber und hab gerade noch meinen Bus bekommen. Ich weiß nicht, wie lange, vielleicht ist die Verspätung noch auf eine Stunde hochgelaufen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist üblich, dass die Deutsche Bahn eigentlich nicht pünktlich ist hier in Bavü, ist auch sehr teuer in Baden-Württemberg. Naja, wie ich mitbekommen habe, ist es in Berlin etwas billiger, aber in Bavü ist sehr teuer. Das Gameplay lasst ihr jetzt einfach noch ausklinken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genießt noch ein bisschen die Musik, die sehr geile Musik von unserem DJ. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben, favorisiert es oder sonstiges. Unsere Fanpage, Facebook-Seite wird natürlich auch in die Infobox verlinkt. Wenn ihr was wissen wollt oder sonstiges, könnt ihr mich gerne anschreiben. Kommentarbox ist auch da, für jeden offene. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die kleine Story gefallen. Haut rein, meine lieben Leute. Ciao. Euer Always Chichi Puppy.
Everybody knows that mean a liar. Red one, have them set to a billionaire, and here's my wire. Armelito, tremenda gente, negociante, se casi, se to lose your mind, lose control, but the flow, lose your man, cause in order to win big, you gotta be ready to lose it all. Suave.